Yo Leute, schönen guten Tag und willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Smaragd. Das letzte Mal haben wir Felicia, die erste Arenaleiterin, hier in Metaverse City besiegt und den Steinorden erkämpft. Was, by the way, um einiges spannender war als gedacht. Glücklicherweise habe ich mich doch noch dazu entschieden, mein Flamly zu einem Jungblut weiterzuentwickeln. Denn ohne Entwicklung wäre es, glaube ich, nicht möglich gewesen. Geh weg aus dem Weg! Oh, dieser Team Aqua-Rüpel. Hat er es also nun doch geschafft, etwas zu stehlen? Warte, warte doch, bitte! Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen! Wir konnten es also nicht verhindern. Die eine Abreibung im Blütenburgwald hat ihm nicht gereicht. Oder vielleicht war es ja sogar ein anderer. Gibt schließlich mehr von dem Gesindel. Na gut. Dann erstmal zurück ins Pokémon Center. Heilen. Was halt so nach einem harten Kampf ansteht, um weitermachen zu können. Und jetzt nix wie hinterher. Der Typ braucht unsere Unterstützung. Wir haben hier auch schon ein bisschen angefangen, da ich auf der Route ganz kurz trainiert habe, um Flamly zu Jungblut weiterzuentwickeln in der letzten Folge. Oh, du bist das. Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenburgwald geholfen hat. Hilf mir. Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Okay, okay, okay. Ich will ja nicht, dass der Typ seinen Job verliert. Ich werde ihm helfen auf jeden Fall. Tunnel zur Abkürzung steht vor Fertigstellung. Das steht auf dem Schild, aber darüber wurde ein X in roter Farbe gemalt. Okay. Naja, wir gucken gleich mal. Jetzt werde ich aber erstmal einen Blick hier rauf werfen, auf die Route 115. Die wir allerdings nur zum Teil erkunden können. Den größten Teil können wir nämlich erst sehr viel später erkunden. Daher nehmen wir nur diesen Supertrank mit und reden mit der Dame. Der Rest interessiert momentan nicht. Oder steht noch irgendwas Interessantes auf dem Schild? Nö. Höhlenforschung ist nicht mit einem Spaziergang auf einer Straße zu vergleichen. Du weißt nie, wann ein wildes Pokémon auftaucht. Du bist immer angespannt. Ich bin auch angespannt. Wegen diesem vermaledeiten Team Aqualappen. So, lass mich mal kurz überlegen. Wo waren wir noch nicht? Also da unten haben wir ein Item gegrabt und einen Trainer besiegt. Hier oben haben wir ebenfalls einen Trainer besiegt. Also geht's jetzt hier bei dieser Aroma-Lady weiter. Die Betonung, die Pflanzen-Pokémon einsetzen. Ah nee, warte mal, jetzt glaube ich eine Kämpferin. Tipps für Trainer. Wenn du die Entwicklung eines Pokémon stoppen willst, dann drück einfach B, während es sich entwickeln will. Das Pokémon entwickelt sich dann doch nicht. Das nennt man Entwicklungsstopp. Ja, macht man normalerweise nicht. Na, nur in bestimmten Fällen, also beispielsweise, wenn man es auf ein, eine bestimmte Attacke oder so abgesehen hat, die das Pokémon halt nach der eigentlichen Entwicklung erlernen würde, dann aber als weiterentwickeltes Pokémon eben doch nicht erlernt oder sehr viel später erlernt. Denn generell gilt, in ihrer Grundform erlernen die Pokémon meistens Attacken, die sie später nicht erlernen würden, oder sie erlernen starke Attacken früher. Dadurch wird es einem halt so ein bisschen schmackhaft gemacht, dass man mit diesen Lappenformen rumgurkt. Ja? Also hätte ich jetzt mein Flamly auch nicht weiterentwickelt, würde ich theoretisch mit Sicherheit einige krasse Attacken etwas früher lernen als jetzt als Jungblut oder sogar in der Endform. Nein! Du dummes Knilz! Als ob es mich jetzt paralysiert hat. Shit. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Paraheiler habe. Hat man sowas schon gefunden? Weil gekauft habe ich nichts. Mann, du Mistvieh. So wie der guckt, gucke ich auch gerade. So ein Fiesling. Nee, das müssen wir schon heilen, weil mit einer Paralyse braucht man nicht weitermachen. Hier in der Generation wird die Initiative noch um 75% reduziert. Und ja, man greift halt, glaube ich, zu 50% nicht an. Ach warte, wir haben ja sogar Beeren dagegen, oder? Ja, 3 Stück nämlich. Perfekt. Oh, das regt mich aber total auf, dass das Prüfen immer an erster Stelle ist. Ich will doch nichts prüfen. Oder ist die verschimmelt? Naja, selbst wenn, stopft dem Vieh trotzdem ins Maul. Du isst das jetzt! Du isst dein Gemüse auf! Alles aufessen.
Ach ja, stimmt. Und ich wollte in dieser Folge auch wieder mehr VIPs fangen, weil das in der letzten Folge überhaupt nicht ging. Ne, zu viel Erkundung und dann noch Arena-Kampf. Nur dummerweise haben wir ein Pfiffchen bereits. Es müsste halt mal ein neues Pokémon erscheinen. Ach was, und hier gibt's einen Doppelkampf. Ja, machen wir das mal mit Janika und mit Jungblut. Wobei, es ist ein optionaler Doppelkampf, soweit ich weiß. Ihr habt es ja kurz gesehen, der Typ schaut auch manchmal nach links und nach rechts. Und wenn man dann genau in dem Moment in die Blickrichtung rennt, während der eine wegguckt, dann kommt es eben doch nicht zum Doppelkampf, sondern zu zwei Einzelnen. Ich habe auch keinen Plan, warum die Entwickler das so eingebaut haben. Aber es ist so. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, Konfusion auf Knilz. Ja, oder? Nee, warte. Mach die Konfusion aufs kleine... Nein, nicht aufs Jungblut. Geht auch. Man kann sich auch selbst angreifen, aber... Es empfiehlt sich nicht ganz so. Glut auf Knilz, damit wir das zu 100% rauskriegen. Aber Kleinstand war ich mir jetzt da nicht sicher. Eigentlich dürfte ein Doppelkick da auch ausreichen. Ist er nur auf Level 8. Aber man will ja auf Nummer sicher gehen. Luturzel finde ich ein voll schönes Pokémon für diese Region. Das passt sehr gut zur Höhlenregion. Weil die ja, wie gesagt, sehr auf Natur gebaut ist. Oh Mann, Critical Hit. Damn it! Da frisst der Nika schon die Beere. Ja, leider konnte ich nicht Offcam trainieren, weil... Ja, habt ihr alle gesehen? Wir wurden direkt angelabert. Oder haben zumindest den Diebstahl mitbekommen. Da gab es keinen Weg dran vorbei. Ui, Level 17 für Oxy. Freut mich, aber die anderen müssen mal aufschließen, du. Es wird nicht einfacher. Gerade für so eine Lusche wie Trassler. Wird doppelt und dreifach hart, hier zu bestehen. Na also. Aber ich glaube, bis wir die nächste Attacke bekommen, dauert es noch ein bisschen. Solange müssen wir mit Konfusion und Heuler leben. Aber hey, Konfusion ist eigentlich gar nicht so kacke für den Anfang. Also damit kann ich leben. Da gibt's Schlimmeres. Und ich finde, obwohl wir ein Wesen haben, was Spezialangriff vermindert, machen wir trotzdem guten Schaden. Och du, also jetzt reicht's mir aber langsam mit den kleinen Steins, ne? Das ist völlig übertrieben. Ich hab mal geguckt. Wie ich mir schon dachte, es gibt natürlich nicht so viele Gesteins-Pokémon, aber man hätte ruhig noch ein paar andere einstreuen können. Und wenn's Fossilien sind, denn schließlich beschäftigt sich ja Meteros City sogar mit Fossilien, also wieso nicht? Zumindest der Arena-Leiterin hätte man doch noch was anderes geben können als zwei Kleinsteins. Das geht schön und gut. Aber dass mich jetzt selbst noch die Trainer hier auf dieser Route damit langweilen müssen. Das geht zu weit, okay? Oh, stimmt ja. Ich wusste, ich habe was vergessen. Der Zerschneider. ja, wir brauchen den VM-Sklaven, Leute. Und zwar schnell. Oder kann jemand im Team gerade Zerschneider lernen? Achso, ich habe noch meine Team-Pokémon dabei. Nee, die werde ich damit nicht belästigen. Gut. Dann fange ich mir mal schnell ein Zickzacks. Und dafür bin ich doch jetzt allen Ernstes zurück auf Route 102 gegangen, denn nirgendwo sonst ist ein Zickzacks aufgetaucht. Eigentlich sind die eine Plage und kommen voll häufig vor. Dachte ich zumindest. Naja, wie auch immer. Her mit dir jetzt. Yes, da haben wir ihn. Unser Zickzacks, der VM-Sklave. Er wird also ein nützliches Teammitglied sein, wenn man so will. Auch wenn es nicht zum Kämpfen gedacht ist, sondern als Supporter. Und deswegen nehme ich einen Supporter, der schon lange dabei ist. Der Trophy Law. Passt das rein?
Ja, ne? Sogar mit Leerzeichen. Ja, beste. Warte mal. Gut, ich wollte eigentlich alles immer groß schreiben, aber ist ja wurscht. Fruffylaw, danke dir. Du wirst uns fortan mit VMs unterstützen. So, da wären wir wieder. Dann wollen wir mal die VM-Zerschneider. Sollte man keinem Teammitglied beibringen, da die Attacke nur von einem bestimmten NPC, dem Attackenverlerner, wieder verlernt werden kann. Ja, das ist eine weitere Besonderheit der VMs. Auch kein Plan, warum man sich dazu entschieden hat. Aber okay. Felsgrab werde ich jetzt auf Jungblut mal nicht reinnehmen, obwohl es sich sogar irgendwie anbietet. Aber ja, vielleicht bekommen wir noch ein Pokémon, was es eher nutzen kann. Und in nächster Zeit sehe ich ehrlich gesagt auch keine Notwendigkeit. Also lasse ich's. Sind das Doppelkampftrainer? Oh, tatsächlich. Cool. Sprich, diese beiden Trainer hier und wahrscheinlich auch die daneben sind reiner Bonus. Gegen die muss man nicht antreten. Weil hier kommt man ja auch nur lang, wenn man den Zerschneider nutzt. Aber wir wollen da lang. Nicht nur wegen den Kämpfen und den daraus resultierenden Erfahrungspunkten, nein, auch wegen den Items, die man hier bekommen kann. Schauen wir mal. So, jetzt habe ich aber dummerweise die beiden Luschen vorne dran. Aber vielleicht kriegen die es ja trotzdem geregelt. Ah, nice. Der Zusatzeffekt von Konfusion hat sich gezeigt. Die Verwirrung auf Zickzacks. Trifft er sich selbst? Nein, tut er nicht. Schade. Ah, und der Angriff von Baloo sinkt. Nicht schön. Ach stimmt, ich habe ja noch über Loturzel reden wollen, ne? Ich finde, das ist ein Pokémon, was so ziemlich den Natureffekt hier, oder den Naturfokus in dem Spiel gut verdeutlicht. Da gibt es noch weitere. Auch die Legis finde ich sehr gut gewählt. Klar, denn das Wasser-Legi, das aus Pokémon Saphir, ist mein Lieblings-Pokémon von allen. Ja, ich werde auch immer wieder gefragt, yo, Domi, warum ist eigentlich auf deinem Merch-Shirt ein Kyogre drauf? Was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen ärgert, weil eigentlich habe ich das in einem großen Community-Beitrag groß... Ach nee, ernsthaft. Das habe ich auf einem Community-Beitrag eigentlich groß und breit erklärt. Warum die Motive so aussehen, wie sie aussehen und warum ich mich für dieses und jenes entschieden habe. Ganz einfach, Kyogre ist mein Lieblings-Pokémon. Gefolgt von, würde ich sagen, Glurak... und Ramot. Oh, gleich zwei von denen. Nein. Und ich bin extra an den Anfang zurückgegangen, um mir eins zu fangen. Ich fühle mich gedisst. So, ich habe jetzt auch die Schnauze voll. Ich geh jetzt mal rüber hier zum Oxy. Der wird euch nämlich kaputt hauen. Baloo lasse ich noch drin, weil der braucht noch am ehesten die EP. Ist am niedrigsten gelevelt. Und auch am schwierigsten aufzuziehen, finde ich. Drassler hat sich momentan eingependelt. Macht halt wenigstens guten Schaden. Aber ey, das geht auf keine Kuhhaut, wie lange das hier dauert. Haut ab, ihr Lappen! Wir setzen aber auch jeweils zwei Pokémon ein. Meine Güte. Wusstet ihr eigentlich, dass ich bei Pokémon Saphir und Smaragd so meine ersten Berührungen mit Cheats hatte? Ja, jetzt fange ich mit einem Thema an, was für viele ein Tabuthema ist, aber ich bin da ganz offen. Also mein Bruder hat da jemanden in seiner Klasse gehabt, der hat für seine Smaragd-Edition immer sämtliche Pokémon gecheatet und eben auch die Legis und alles. Und dann meinem Bruder rübergetauscht. Und der hat sich dann natürlich extrem cool gefühlt, ne? Und ich dachte mir so, oh shit. Ich will das auch.
Also habe ich mich bei dem Typen auch ein bisschen eingeschleimt. Und ja. Danach hat er mir sein Modul ausgeliehen und ich bin voll ausgerastet. Ich habe mir alle Legis geholt. Hab mir auch so gut wie alle Pokémon in Shiny gefangen. Das ist zwar, muss man ganz ehrlich sagen, am Anfang ist es natürlich geil. Aber was man nicht vergessen darf, man nimmt sich durch Cheats halt auch immer so ein bisschen den Spielspaß. Ja, das ist jetzt nicht nur so ein Gelaber, das ist halt auch wirklich so. Weil du hast dann zwar den krassen Scheiß, aber es fühlt sich dann einfach nicht mehr so cool an. So, ich wollte eigentlich einen Doppelkampf. Warum greift mich der Dulli denn an? Du Knecht! Ich wollte gegen beide gleichzeitig kämpfen. Geht ja auch schneller. Oder? Geht es schneller? Also ich habe schon den Eindruck. Und dann attackiert er mich einfach. Ist die Frage jetzt, ob die andere Trainerin das auch getan hätte, wäre ich von rechts gekommen. Komm, lass mal ausprobieren. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, sicher. Sicher. Sie lässt einen durch, aber er nicht. Er ist aber auch ein bisschen blöd programmiert, oder? Meine Güte. Das kann man ja nun wirklich nicht ahnen. Naja. Jedenfalls, es war im ersten Moment schon ziemlich cool mit den ganzen Legis. Aber du hattest halt dann auch nichts mehr zu tun in dem Game. Und vor allem mit den Shinies. Und ja. So ein bisschen hat man es dann doch bereut. Lieber so Cheats nutzen wie für Super Mario Sunshine. Also so just for fun Cheats. Oder für Star Fox Adventures. Habe ich auch immer so krassen Scheiß gemacht. Also Dinge wie, ja, drücke Steuerkreuz unten und du kannst fliegen. Oder dass der Charakter plötzlich um ein Vielfaches größer ist. Sowas eben. Ja, das macht Spaß und das zerstört nicht den Spielspaß, zerstört auch nicht den Spielstand. Was ja auch immer passieren kann beim Cheaten. Das ist so eine Sache, die darfst du echt nicht vergessen. Aber ich hatte es auch gar nicht verfolgt jetzt die letzten Jahre. Ist das überhaupt noch möglich? Weil man konnte sich ja immer so Sachen kaufen, so Action Replay, glaube ich, hieß das. Genau, ja. Das war dann so eine vorgefertigte CD im Falle des Gamecubes. Hast du eingelegt, deine Cheats ausgewählt und danach das Spiel eingelegt, was du spielen wolltest. Ja, das wurde alles ganz legal angeboten, also, ne? So ist es nicht. Aber ich weiß gar nicht, wie ist denn das dann eigentlich weitergegangen? Gibt es sowas auch für die Wii? Für die Wii U? Für die Switch? Für den 3DS? Also für den DS hatte ich's. Aber wie ging das weiter? Ich weiß es wirklich nicht. Ey, das würde mich jetzt schon interessieren. Vielleicht hat Nintendo da ja auch was dagegen und hat das nicht mehr möglich gemacht. Wobei, ja, wie wollen sie das eigentlich verhindern? Das können sie eigentlich nicht verhindern. Ja, schreibt's doch in die Kommentare. Ja, ja, was hier los, Digi? Ich war dabei, einen Tunnel ohne Werkzeug zu graben, als so ein Vollidiot mich verjagt hat. Dieser Tunnel ist voller Pokémon, die sensibel auf Lärm reagieren. Sie können einen Aufruf veranstalten, daher arbeiten wir ohne schwere Maschinen an dem Tunnel. Ich befürchte, dieser Idiot wird irgendwas Dummes tun und die Pokémon in Aufrufe setzen. So, meine Stimme ist für die nächsten 2 Stunden tot. Oh, hier haben wir die erste Stelle, wo man sich eine Geheimbasis einrichten könnte. Wir können es noch nicht tun, weil wir nicht die nötige TM haben. Aber ich wollte es trotzdem schon mal erwähnt haben. Da oben übrigens auch. Hallo. Was mache ich nun? Pecco und ich waren auf einem Spaziergang und da kam so ein schräger Typ. Der Schurke hat mir meinen Liebling Pecco geklaut. Pecco. Das klingt doch ganz nach diesem Team Aqua-Schwein. Jetzt hat er also nicht nur Devon-Waren geklaut, sondern auch noch ein Pokémon. Das geht wirklich zu weit. Da vorne ist er. Warte mal. Ich weiß gar nicht, ob er das Pecco jetzt einsetzt. Es ist ja ein Wingull. Das hat nur den Spitznamen Pecco.
Deswegen switche ich mal lieber. Auch wenn Trassler verletzt ist. Ja, obwohl, komm, ich kann ja mal kurz eine Siedelbeere spendieren, oder? Sei da mal nicht so assi. Oh, Mann, scheiß Prüfen! Wer drückt auf Prüfen? Wobei das natürlich schon unter Umständen wichtig sein kann, weil hier stehen halt die Besonderheiten, also scharf, trocken, süß, bitter, sauer und sonstiges Zeugs. Das ist wichtig für das Mixen von, was war das, wie hieß das? Knusper, Knuspere, Beeren, irgendeine Süßigkeit. Es gibt so eine Süßigkeit für die Wettbewerber, ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Flummel, neues Pokémon, sollten wir fangen? Ach ja, und gut zu wissen, im gesamten Metaflurtunnel gibt es nur Flurmel zu fangen. Ich versuch's sogar mal First Try zu bekommen. Vielleicht haut's hin. Come on! Mach mir jetzt keinen Schaden. Nein! Oh. Geil. Na dann, nächster Ball. 2, 3, ja, komm. Alter, ist das dein Ernst? Du kommst da jetzt noch raus, du Schwein? Oh, weißt du was? Kein Bock. Geh mal zu Baloo, mach mal Gene. Ein Statusproblem ist sowieso viel wichtiger als niedrige KP beim Pokémon-Fang. Und Schlaf ist da so ziemlich das Effektivste, was es gibt. Wie hässlich der aussieht einfach. Also Flummel ist ja so schon nicht das schönste Pokémon. Ich finde, das ist so ein kleiner Gnom, so ein kleines Alien mit Akne. Ja, also so muss ich mir das immer vorstellen. Och, es ist, du kleiner Verdammter, penn jetzt ein und bleib im Ball drin, du Sack. So, jetzt müsste es eigentlich direkt klappen. Doch eine ganz normale Fangrate. Also was heißt normal? Eine hohe. Oder etwa nicht? Wie? Jetzt aber. Will mich komplett verarschen jetzt? Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul. Wenn ich nicht faulenzen würde. Jesus Christ. Ich will doch nur einen VIP-Wunsch erfüllen. Das ist alles. Was hast du dagegen, Mann? Die Zuschauer freuen sich, wenn sie in dem LP verewigt werden können. Und du gönnst einfach nicht. Ey, du... Du kleiner Go! Ohne Scheiß! Ich fühle mich gerade hier, als würde ich irgendwie Zapdos fangen oder sowas. Meine Fresse! So ein Knecht. Weißt du was, weil du mich so geärgert hast? Wähle ich einen VIP mit einem lustigen Namen? Wenn's reinpasst, ich hoffe es. Nee, ne? Ah, scheiße. Es gibt einen VIP, der nennt sich Hirngulasch. Passt leider nicht rein, deswegen mache ich jetzt hier nur noch ein S. Hirngulasch. Aber du bist auf jeden Fall damit gemeint. Danke für deine Kanalmitgliedschaft. Und dieses Flummel. Tja. Das kann mich mal. Hey! Du willst gegen uns antreten? Na, dann hol dir eine Tracht Prügel ab. Ich lass mir von so einem Lappen nichts sagen. So, Janika ist jetzt aber leider schon ein bisschen angeschlagen. Das riskiere ich nicht. Gehen wir rein mit Jungglut ins Battle. Man sollte sie alle Kiel holen. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen. Und dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesem Tunnel noch nirgendwo gegraben. Hey du, forderst du mich etwa heraus? Das tue ich. Hier ist Endstation für dich, du Vollidiot. Muss aber sagen, ich bin ein absoluter Fan von Team Aqua. Ja, no joke. Ich finde die einfach cool. Also zum einen, weil ich Piraten und so mag, ne, Schiffe, Hanse, Handel mit Schiffen und so, finde ich toll. Auch wenn Piraten jetzt nicht wirklich handeln, sondern eher über... Was, das war's schon? Oh Mann, bist du ein Versager.
an. Ich finde halt auch einfach deren Outfit mega geil. Ey, es ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Alles, was ich zu tun hatte, war, ein Paket von Devin zu stehlen. Wenn du es so dringend wiederhaben willst, dann nimm's halt. Danke. Hättest es mir auch gleich geben können. Das Pokémon ist ihm scheißegal. Pecco, bin ich froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Oh, Pecco verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Brock. Und du bist? Ah, du bist also Mr. Brock. Viel von dir gehört. Ah, du bist also Domina. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenburgwalds. Es klingt so, als würde er total bescheiden leben. Dabei hat er eine Yacht vor dem Haus stehen. Komm, Pecco, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Wenn ich mal alt bin, dann würde ich gerne so leben wie er. So, hier geht's nicht weiter. Ich wollte mich nur noch mal vergewissern, dass da nicht vielleicht noch ein Item rumliegt oder so. Aber wir kommen hier erstmal nicht weiter, wie ja auch die Arbeiter gesagt haben. Wir wollen da graben, aber sind nicht fertig geworden wegen dem Assi. Und ich glaube, ich erspare uns den Rückweg, denn da sollte nun nichts passieren. Wir sehen uns demnach gleich wieder in Metaros City. Oh, und wie sieht's aus? Hast du die Devin-Waren? Oh ja, du hast es geschafft, du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Jo, wie viele hast du denn davon? Bitte entschuldige. Würdest du mir bitte folgen? Okay. Dies ist die zweite Etage der Devin Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für deine Taten bin. Ja, das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich dich bitten, es zur Werft in Gravitport City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es den Dieben erneut in die Hände fallen würde. Also, ja, kann ich auch diesmal wieder mit dir rechnen? Ey, Frechheit! Ich soll kostenlos für den arbeiten? Und ich bin ein Kind! Das kommt noch dazu! Und Gravitport City ist ewig weit weg! Nur weil er zu unfähig ist! Ach, da fällt mir ein, würdest du mich ein Momentchen entschuldigen? Klärt er jetzt ab, ob die Kinderarbeit in Ordnung geht, oder was? Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir mit. Ah, okay, jetzt krieg ich also doch noch meine 1 Million Dollar. Läuft. Bitte hier entlang. Ich bin Mr. Trump, der Präsident der Devin Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Ja, es gibt einen 1-Million-Check. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Was? Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Gravitport City bringen willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Faustauhafen Halt machen? Bruder! Soll ich für dich auch noch in Rewe einkaufen gehen, oder was? Und Troy in Faustauhafen einen Brief von mir übergeben? Ja, sicher, sicher! Ich weiß, dass die Post scheiße arbeitet, aber das heißt nicht, dass ich es besser mache, okay? Nun, du sollst wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Ah, okay, alles klar. Ja, und von daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Verstehe, Brudi. Ja, deshalb möchte ich dir dies hier geben. Ein Pokénuff! Was ist das? Dieses Gerät, es ist ein Pokémon-Navigator oder kurz ein Pokénuff. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Höhen. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo die Orte Faustauhafen und Gravitport City liegen. Ich habe übrigens gehört, dass zwei fiese Kriminelle, Magma und Aqua heißen sie, glaube ich, überall nur Ärger bereiten. Vielleicht solltest du eine Pause einlegen, bevor du dich wieder auf den Weg machst. Nun, Domina, sei vorsichtig und pass auf dich auf. Pokénuff, lass mal kurz gucken.
Wow, kostet 50.000 Euro auf Amazon. Na, dann ist alles gut. Dann will ich mich nicht beschweren. Oh, coole Forscher. Oh, wow, das ist ein Pokénuff. Er ist das Resultat der Wissbegierde unseres Präsidenten, der etwas über die Gefühle der Pokémon lernen möchte. Soll ich dir die Funktionen im Einzelnen erklären? Ach was, du findest sie schon ganz allein heraus. Ich entwickle neue Arten von Pokébällen, aber noch bin ich nicht sonderlich weit mit der Entwicklung gekommen. Wir wollen ein Gerät entwickeln, mit dem wir mit Pokémon reden können. Aber bisher waren wir nicht sehr erfolgreich. Hohe Ambitionen hier. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die die Träume der Pokémon visualisieren kann. Aber so richtig geht's nicht voran. Und da ist er, der Forscher, den ich gesucht habe. Trivia Time! Dieser Forscher hier ist quasi der Vorläufer oder der Ankündiger einer späteren Idee von Game Freak, die dann in der 5. Generation in Schwarz und Weiß 2 realisiert wurde, nämlich diese Traumwelt, ihr wisst, wovon ich spreche. Ja, genau das, was er hier erzählt mit der Dream World, das wird in einigen Jahren wahr. Cool, oder? Die Frage ist bloß, ist das Zufall? Oder hat Game Freak tatsächlich schon zu dieser Zeit mit dieser Idee gesponnen und es quasi für die Zukunft so als Easter Egg eingeschnitten? Weil sie wussten, okay, jetzt können wir es noch nicht machen, aber später vielleicht irgendwann in der 4., 5. Gen. Kann doch sein. Voll krass. Was soll ich als nächstes entwickeln? Unsere Firma erlaubt es uns, unsere kreativen Fantasien Wirklichkeit werden zu lassen. Als Ingenieur kann man sich nichts Besseres wünschen. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die Pokémon aus Fossilien wieder zum Leben erweckt. Und das klappt! Mach aber bitte keinen Jurassic Park draus, das geht nach hinten los. Glaub mir. Hey, du da, du bist hier jederzeit willkommen. Ah, bin ich hier schon VIP, ja? Supi. Oh. Ich habe ein neues Zubehör für den Pokénuff entwickelt und es funktioniert großartig. Zeigst du mir mal deinen Pokénuff, Domina? Den du von unserem Präsidenten bekommen hast. Ja, bitteschön. Ich habe deinen Pokénuff mit dem sogenannten Trainerruf ausgestattet. Trage deine Freunde und andere Personen in das Verzeichnis ein. Dann kannst du mit ihnen reden. Du solltest auch unseren Präsidenten Trump eintragen, Domina. Probier's mal aus. Ruf unseren Präsidenten an. Boah, wie heftig. Ich habe die Nummer des Präsidenten. Den Pokénuff hätte ich euch jetzt natürlich sowieso noch gezeigt. Ich wollte nur kurz rausgehen. Ach, lass mich doch die... Jetzt muss ich das machen, was das Spiel sagt. Okay, dann rufe ich halt mal den Präsidenten an. Hä? Oh, Domina. Da du mich erreicht hast, scheint der Pokénuff zu funktionieren. Funktionieren eure Produkte sonst nicht, oder? Nun, andere werden sich ebenfalls bei dir eintragen lassen, also versuch diese auch zu erreichen. Gut, gut. Du machst ein glückliches Gesicht. Weil ich das weiß? Na, weil ich am Fenster stehe und zu dir herunterschaue. Bis bald, mach's gut. Okay, kleiner Perf oder was? So, jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Pass auf dich auf, Domina. Alles klar. So, dann will ich euch noch die anderen Sachen zeigen. Einmal hier den Zustand. Der Team-Pokémon. Ah, hier kann man auch die EV sehen, oder? Soll das die EV sein? Auf diesem Diagramm? Nee, Quatsch. Was laber ich für einen Müll? Stärke, cool, schön, klug, Anmut. Das hat mit dem Pokémon-Wettbewerb zu tun und nichts mit EV. Hier kann man, glaube ich, auch noch danach filtern. Ja, aber das ist uns nicht so wichtig. Hier, wie gesagt, anrufen und so, ne? Später werden wir noch weitere Telefonnummern bekommen. Und hier haben wir zu jeder Zeit eine Karte. Wunderbar! Ach, Leute. Schönes LP. Schöner Part, wie ich hoffe. Danke fürs Einschalten, Liken und Kommentieren. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Smaragd.